Wir beginnen aber erstmal draußen bei diesem Wetter. Was ein Samstag, ne? Wandern, Radfahren, in der Sonne sitzen. Nee, das war für 350 Ruderer nicht genug. Die wollten sich ein bisschen bewegen und sind die europäische Rheinregatta gerudert. Das heißt 100 Kilometer von St. Goarshausen bis Bonn oder die kleine Variante 45 Kilometer von Neuwied nach Bonn. Alle im Vierer mit Steuermann, keine Profis, allesamt Freizeitsportler. Und die hatten einiges zu tun, denn die Strecke ist nicht ohne. Am Anfang steht die Treppe. In Neuwied braucht man die ersten Kräfte schon dabei, das Boot überhaupt ins Wasser zu bekommen. Die Mannschaften müssen sich dabei ganz schön sputen. Die nächsten stehen schon bereit. Paula, Tabea, Luise und Antonia vom Friedrich-Ebert-Gymnasium aus Bonn wollen die 45 Kilometer bis nach Bonn schaffen. Sie werden rudern, Gerion steuert den Doppelvierer. Doch der kriegt das Ruder nicht rein. Da muss Paula ran. Die Mannschaft ist ganz zuversichtlich. Paula, seid ihr gut vorbereitet? Sehr gut, ja. Habt ihr ein bisschen mit Sonnencreme eingeschmiert? Haben wir. Okay, was schätzt ihr, wie lange braucht ihr? Wir wollen 3 Stunden schaffen. Daniel Naumann vom Bonner Ruderclub, dem Ausrichter, gibt das Startsignal und schon geht es los für das Boot Nummer 45 mit der Strömung Richtung Bonn. Vom Turm aus hat Daniel Naumann alles im Blick. 56 Boote starten aus Neuwied. Und während die das tun, kommen schon die ersten der Starter aus St. Goarshausen vorbeigefahren. Herzlich willkommen in Neuwied. Die haben jetzt schon mehr als die Hälfte ihrer 100 Kilometer hinter sich. Keine einfache Strecke. Herausfordernd deswegen, weil wir hier relativ viele Kurven fahren müssen. Gerade oberhalb von Neuwied haben wir ja relativ viel auch noch Felsen, rein von der heutigen Situation her, haben wir einen sehr hohen Wasserstand mit sehr viel Strömung. Das heißt, wir haben wahrscheinlich sehr gute Zeiten. Bei Kilometer 23 sehen die Ruderschläge des Mädchenvierers aus Bonn noch wunderbar gleichmäßig aus. Dabei sind die Wellen gar nicht ohne und die Ruderer müssen ziemlich aufpassen, wenn ein dicker Kahn vorbeikommt. Inzwischen haben die vier mit ihrem Steuermann 32 Kilometer hinter sich. Es ist warm, die Sonne brennt, die Muskeln aber inzwischen auch. Zum Glück ist es ja nicht mehr so weit bis zum Ziel im Bonner Regierungsviertel. Da sind die ersten schon längst angekommen. Es hat keinen Rekord gegeben und auch die vier vom Friedrich-Ebert-Gymnasium haben für die Strecke knapp 10 Minuten länger gebraucht als die anvisierten 3 Stunden. Egal, stolz können sie alle sein. Lief alles gut, Schiffsverkehr, keine Probleme? Eigentlich nicht, ne. Ja, eigentlich alles gut. Und ihr seid glücklich? Ja. Okay, gut. Ziel geschafft. Einmal die Hände mit den Schwielen. Paula darf jetzt die Hände schonen. Steuermann Gerion rudert das letzte Stück bis zu ihrem Heimathafen. Oh ja, das waren böse Schwielen, konnten wir gerade schon sehen, aber heute Abend haben sie